Was wären so Gemeinsamkeiten von diesen gesunden, ursprünglich lebenden, natürlich lebenden Völkern in Bezug oder Gemeinsamkeiten, die dazu führen, dass sie ein starkes Immunsystem haben? Okay, und ein Vorteil ist ja ein starkes Immunsystem. Für die Leute, die erst jetzt gerade zuschalten, dieses Live-Interview hier mit Christian Dittrich-Obis ist auch Teil oder ja, ist ein Teil des Chronische Infektion-Kongresses, der am Freitag startet. Und ja, wir können gleich zu meiner nächsten Frage kommen. Was hast du denn für Erfahrungen gesammelt oder auch in deinem Studium der Ergebnisse von Price und Co.? Was wären so Gemeinsamkeiten von diesen gesunden, ursprünglich lebenden, natürlich lebenden Völkern in Bezug oder Gemeinsamkeiten, die dazu führen, dass sie ein starkes Immunsystem haben? Ich würde drei wesentliche Dinge im Vordergrund stellen. Das eine ist natürlich, dass diese Völker ursprüngliche Lebensmittel zu sich genommen haben und natürlich, das muss man auch sagen, in Gegenden lebten, in denen jetzt keine chronische Problematik der Nahrungsknappheit, des Hungers und so weiter herrscht oder auch keine extrem einseitige Ernährung. Das kann es durchaus auch geben. Auch Price hat ja ein, zwei Völker in Afrika gefunden, die nicht sehr gesund waren, die eben keine modernen westlichen Nahrungsmittel hatten, aber dann vielleicht eine einseitige Maniokernährung beispielsweise, weil sie auch von sehr starken Dürren betroffen waren. Ja? Aber ursprüngliche Nahrungsmittel und bei ursprünglichen Nahrungsmitteln zeigt sich dann eben auch, da gibt es sehr viel Flexibilität. Ja? Ob das jetzt Völker sind, die aufgrund ihres Umfeldes eben so eine fleischbasierte oder fischbasierte Ernährung haben oder weitgehend vegetarisch gelebt haben, wie in Bulgarien. Diese Menschen dort essen zwar ihre fermentierten Milchprodukte, aber Fleisch ist da, also was ganz selten ist, gibt es ein paar Mal im Jahr, jedenfalls in der Zeit, als ich damals noch da war. Auch die Menschen im tibetisch-chinesischen Hochland, die in Regionen leben, ab 2000 Meter Höhe aufwärts. Ja, da ist die Ernährung großteils vegetarisch. Viele sind auch Buddhisten und sind aus dem Grund dann noch Vegetarier. Aber alle sind sie gesund, alle essen sie eben ursprüngliche Nahrung. Also wenn ich da im Ermeyshan im Bergmassiv unterwegs war, das Gemüse dort, die Pilze, diese Kräuter, das hat eine Qualität, das hat einen Geschmack, das sieht man diesen Pflanzen auch an. Die wachsen da teilweise, die werden angebaut, kann man sagen, aber in einem Dschungelumfeld, wo die sich auch in einem wilden Biotop durchsetzen müssen. Also die haben eine ganz andere Power als unsere überzüchteten Kulturpflanzen. Und was diese Leute natürlich überhaupt nicht haben, sind Zucht, Veränderungen der Pflanzen, die massiv einseitig die Erträge auf Kosten des gesunden Pflanzengefüges steigern. Also kernlos gezüchtete Früchte und solche Sachen oder übergroße Fruchtkörper von Gurken. Diese ganzen Dinge gibt es da natürlich nicht. Die Lebensmittel haben also einen Mikronährstoffgehalt und eine Lebensenergie und sättigen dadurch dann auch auf eine Art. Da muss man hier schon etwas suchen, bevor man solche Qualität findet. Und natürlich gibt es einfach keine industriell verarbeitete Nahrung. Also das, was Price eben schon in den 1920er Jahren sehr klar sehen konnte, wenn mal industriell verarbeitete Nahrung eingeführt wird, dann geht es einfach rapide bergab. Sehr gut im Bereich Immunsystem, ja, unter anderem daran zu erkennen, dass bei gesunder Ernährung Tuberkulose auftreten kann, zum Beispiel auch in sehr kalten Regionen, aber immer gutartig verläuft. Keiner stirbt daran. Das ist einfach ein etwas schwererer Husten und es geht nach ein paar Wochen auch wieder vorbei. Sobald die Leute Zucker essen, kann Tuberkulose leicht tödlich werden. Ja. Also Ernährung ist ein wesentlicher Punkt. Zweiter sehr wesentlicher Punkt, was ich bei diesen Menschen sehen konnte, diese Menschen haben die Fähigkeit, Stress zu empfinden in einem Ausmaß in Bezug auf eine recht reale Situation, wo die Verhältnismäßigkeit nachvollziehbar ist. Was ich bei diesen Leuten nicht gesehen habe, ist, dass sie ihr Tagwerk getan haben und dann kreisen in ihrem Kopf irgendwelche Stressmuster. Das habe ich nicht erlebt. Ja?
Und was damit aber eben auch einhergeht, ist, diese Menschen sind zufrieden, einfach mal irgendwo zu sitzen und Bäume anzugucken. Oder einfach mal auf irgendwelche Schanden, viele alte Leute, da habe ich gesehen, die dann abends vor ihren Hütten sitzen und den Affen beim Spielen zusehen. Die brauchen kein Entertainment, die brauchen keine Reize, die müssen sich nicht ablenken, um irgendwie runterzukommen. Ja? Die haben also einen, ich würde sagen, Eu-Stress, also einen Stress, der sie auch natürlich stärkt, und die haben Herausforderungen. Die hatten ja keinesfalls alle ein leichtes Leben. Die Bulgaren hatten Kommunismus, die Chinesen hatten 36 Jahre Mao Zedong, der sicherlich nicht viel besser war als Hitler, nur die hatten den dreimal so lange. Irmgard Schand ist von der Kulturrevolution auch arg getroffen worden. Also diese Leute kennen Trauma aus ihrem Leben, die kennen schwere Erfahrungen, aber doch war ihr Umgang mit dem Leben einer, der war so, wo ich sagen würde, ihr Grunderleben war, Leben ist gut. Und ihr Grunderleben war, grundsätzlich bin ich richtig, wie ich bin, und grundsätzlich ist Leben eine gute Sache. Sowas haben die ausgestrahlt. Und das heißt nicht, na, dass sie nicht Trauer und Wut und diese Dinge kannten, aber es hatte alles so was Verhältnismäßiges zu ihrem realen Leben. Ich würde mal sagen, diese Leute haben eben nicht in virtuellen Welten gelebt. Die haben, wenn man dieses überstrapazierte Wort geerdet mal nehmen will, die haben auf eine Weise gelebt, die erschien so wunderbar passend zu ihrer Situation. Und was sich dann als eine körperliche Auswirkung dieser, vermutlich dieser beiden Dinge und ein paar anderer festgestellt habe, ist, alle diese Menschen hatten eigentlich eine ideale Atmung, so wie sie in der Yoga-Tradition, im Taoismus oder heutzutage in der jüngeren Zeit von Leuten wie Buteyko definiert worden ist. Das heißt, eine sehr geringe Atemfrequenz, in körperlicher Ruhe eine Atmung, die du gar nicht wahrnimmst. Also du guckst diese Leute an und du siehst nicht, dass sie atmen, weil die Atmung derart ruhig ist. Also wie Lao Tzu gesagt hat, der vollendete Mensch atmet so, als ob er nicht atmet. Das war bei diesen Leuten so. Und wenn ich es dann mal überprüft habe, habe ich so gesehen, die haben 4 bis 5 Atemzyklen pro Minute gehabt. Die haben alle einen Ruhepuls unter 60, ausnahmslos, altersunabhängig, Geschlecht, auch unterschiedliche Körpergrößen. Die hatten alle einen Ruhepuls unter 60. Und Kurze Zwischenfrage, also von mir. Haben die das einfach sozusagen, haben die das gelernt im Sinne von, es wurde ihnen beigebracht oder einfach, weil es im kollektiven Bewusstsein sozusagen dort drin war, dass das dann automatisch übergegangen ist, ich die glaube, es war Aspekte einfach Atmung? die, ich glaube, es war einfach bei den meisten die Folge eines gesunden Lebens, was automatisch dazu führen wird, dass man eine gesunde Atmung hat. Also zum einen, diese viele Zeit, die sie mit der Natur verbracht haben, die haben alle körperlich gearbeitet. Keiner von denen hat irgendwie 8 Stunden am Schreibtisch gesessen. Ja, das waren Bauern, das waren eben Leute, die mit den Händen in der Erde gewühlt haben. Sie haben diese Anbindung an das Naturumfeld gehabt. Ich glaube, wenn man sehr viel Zeit damit verbringt, Bäume zu sehen und Biotope zu sehen, die noch ursprünglich sind, dann färbt ja auch sehr vieles davon ab, dieser Entrainment-Faktor, diese Information, was ist gesundes Leben, wenn gesunde Natur uns das vorlebt und wir können das einfach nur sehen und in uns aufnehmen, völlig unbewusst. Da muss man vielleicht gar kein kognitives Wissen darüber haben. Das wird Auswirkungen haben. Die gute Ernährung, auf jeden Fall, ganz wichtiger Punkt. Es hat niemand eine gute Atmung, der stark übergewichtig ist. Das schließt einander aus. Und wenn man mal seine eigenen Atemrhythmen überprüft, dann kann man ja auch sehen, wenn man zum Beispiel jetzt mal am Vortag was gegessen hat, wovon man weiß, das tut einem nicht gut, und man überprüft am nächsten Morgen seine Atmung, wird man merken, man hat eine gesteigerte Atemfrequenz oder ein gesteigertes Atemvolumen. Ja? Wenn man so Sachen überprüft, wie lange kann man entspannt ohne Atmung sein nach der Ausatmung, also ohne jetzt willentlich die Luft anzuhalten, diese KP, ne, kontrollierte Pause nach Buteyko, die wird einfach kürzer, wenn man sich nicht gut ernährt, und zwar unmittelbar. Und das ist ja auch so was, was ich Leuten empfehle mit Lebensmitteln, wenn man glaubt, man verträgt was nicht, dann iss mal 3 Bissen, nicht sehr viel, aber nur 3 Bissen von den Lebensmitteln und guck deinen Ruhepuls an hinterher und guck deine Atmung an hinterher. Und wenn der Puls deutlich hochgeht und die Atmung hektischer wird, weißt du, dann verträgst du im Moment das Lebensmittel nicht gut. Also diese Leute brauchten im Grunde noch keine Atemübungen und Atemschulungen, alles so Sachen, die wir heutzutage sehr gut gebrauchen können. Aber der Punkt, warum ich das so wichtig finde, ist folgender. Ich habe nämlich über viele Jahre jetzt in der westlichen Welt
Menschen kennengelernt, die zwar im Bereich Ernährung sehr viel Gutes machen, aber eine gestresste Atmung haben, schlechte Atemrhythmen, eine stotternde Atmung, du siehst sie atmen, du hörst sie atmen, sogar manche Leute, die phasenweise durch den Mund atmen, viele atmen nachts durch den Mund. Und dann wird man immer noch ein sehr eingeschränktes Immunsystem haben, ne? Weil einfach eine ungünstige Atmung ein derartiger Dauerstress für den Körper ist, dass die Immunregulation nicht richtig funktionieren kann. Die hängt einfach von Rhythmen des Körpers ab, ja, wie auch die Schlafrhythmen, solche Dinge fürs Immunsystem ganz wesentlich sind. Wir wissen, es ist fürs Immunsystem geradezu vernichtend, wenn man wechselnde Arbeitsschichten hat, mit wechselnden Schlafrhythmen zum Beispiel. Mhm. Aber auch die Atemrhythmen sind ausgesprochen wichtig für unser Immunsystem. Und das ist eben etwas, was ich bei diesen Völkern sehen konnte. Die hatten von Natur aus diese wunderbare, sanfte Embryonalatmung oder ruhige Atmung. Genau das, was in den Yoga-Sutras nach Patanjali zu finden ist oder im Shaivismus oder im Taoismus oder wo auch immer man hinguckt, wo Menschen tief in diese Zusammenhänge zwischen Atmung, Körper und Geist getaucht sind, findet man ja immer wieder diese Erkenntnis. Voluminöses Atmen ist wirklich ungesund. Und ja, das haben mir diese Völker sehr schön zeigen können, wie es auch anders gehen kann. Okay, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mich auch mal vor einigen Jahren mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt. Und der schreibt in diesem Buch von Buteyko, er schreibt sogar, dass in Russland manche sich dann den Mund nachts zukleben oder mit einem Rucksack auf dem Rücken schlafen, um halt in diese Atmung, also in diese Atmung, wie du sie gerade beschrieben hast, da leichter reinzukommen. Ich denke, das muss nicht unbedingt sein. Und wer da tiefer eintauchen möchte, der kann ja in deinem Buch zum Beispiel mal nachlesen, Befreite Atmung. Ja, also da gibt es sehr gute Anregungen heute. Auch die Sachen von Buteyko werden ja etwas bekannter inzwischen. Und ich kann nur empfehlen, diesen Faktor nicht außer Acht zu lassen. Ja, okay. Und ich fasse nochmal zusammen für die Leute, die gerade erst eingeschaltet haben. Was sind die Gemeinsamkeiten von gesunden, ursprünglich lebenden Völkern, die Christian gesehen hat, erforscht hat oder auch studiert hat? Und er sagt, erstens Ernährung, ursprüngliche Ernährung mit ursprünglichen Lebensmitteln und auch auf nährstoffreichen Böden in ursprünglicher Umgebung, sodass auch zum Beispiel viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe da sind, weil die Pflanzen sich durchsetzen müssen und so weiter und so fort. Dann zweitens kein Stress, beziehungsweise kein Stress, wie wir ihn kennen, nach der Arbeit, dass man in irgendwelchen Mustern hin und her schwebt und nicht in einer virtuellen Welt lebt. Und drittens eine Atmung, die so aussieht, als würde man nicht atmen, vereinfacht gesagt.